Aloha, meine Lieben. Ich habe ein Mini-Mini-Mini-Teddy-Haul. Und zwar war ich in der Wühlkiste und habe die drei Sachen gefunden und zum regulären Preis ein Riesen-Notizbuch. Dann fange ich mit dem Notizbuch an. Notizbuch ist A4. Es gab noch ein anderes Cover, auch so bunt, aber mit irgendeinem anderen Muster drauf. Und das ist Blanco. Das Papier ist recht dick. Es steht keine Grammatur hinten drauf. Aber ich dachte, um mal Washi-Tapes aufzukleben, so was man alles hat, Stempel zu testen, Stifte zu testen. Dafür wollte ich dieses Buch nutzen. Hat gekostet 4 Euro und drauf steht Sketchbook 150 Blatt. Aber ich guck mal gerade. Grammatur steht nicht drauf. Nee. Aber fand ich ganz gut. Vor allem, das kann man gut ins Regal stellen. Sieht man auch immer. Und man kann halt alles, was man so. Vielleicht mache ich auch Stanzformen rein. Also die ausgestanzten Teile als Muster. Auf jeden Fall hat man dann mal eine Übersicht, wenn man es denn führt. So, dann habe ich in der Wühlkiste für 10 Cent diese Sachen hier gefunden. DIY-Engel mit Heiligenschein. Ich mache mal eins auf. Für 10 Cent kann man ja nichts sagen. Hat vorher gekostet 1 Euro. Ja, okay, da sind hier diese Glitzer wie Pfeifenreiniger. Ein bisschen Band. Und dann diese Engel. Und dann kann man das so zusammenbauen. Kann man halt irgendwie als Deko nutzen. Oder man nutzt gar nicht als Deko und nimmt das für Karten, für Planer und das hier auch für was anderes. Für 10 Cent, denke ich, ist das vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir hier DIY Sternstreifen Kleingold. Das waren halt so goldene Streifen. Da kann man, wird dann hier gezeigt, wie man einen Stern, wahrscheinlich ist das ein Vogelstern, fertig macht. Ob ich es dafür nutze, weiß ich noch nicht. Vielleicht nutze ich es auch einfach quasi als Washi, mache einen Klebestreifen hinten drauf oder Flüssigkleber und nutze das dann. Aber für 10 Cent musste das mit. Ja, das war schon mein Mini-Mini-Mini-Haul. Bis zum nächsten Mal. Lass mir doch einen Daumen nach oben da. Danke.